Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern. Oder besser gesagt, jetzt habe ich zwei Seelen in einer Brust, denn der Livestream, den wir jetzt aufzeichnen, kommt ja tatsächlich erst heute Abend nach Brava. Da sagen wir guten Tag. Richtig. Es ist etwas verwirrend, nehmen Sie es, wie es ist. Er sieht noch etwas verschlafen aus. Das hat einen ganz bestimmten Grund und er grinst wie ein Honigkuchenpferd. Sag es, Sebastian. Ja, wir sind überrascht worden gestern Abend. Und zwar wurden wir eingeladen zur Preisverleihung Modell des Jahres vom Eisenbahnmagazin und haben ja nicht damit gerechnet, dass wir da schon wieder einen Preis gewonnen haben. Und tatsächlich ist es aber wahr, wir haben in der Kategorie TT-Modelle mit der 6510 den ersten Preis gewonnen und freuen uns sehr. Wie verrückt. Das war auch mein Favorit eigentlich, denn das ist ja auch ein wunderschönes Modell geworden. Mhm. Neben der 0310 kann man ja noch hoffen, aller guten Dinge sind drei, dass ihr nächstes Jahr wieder mit einem wunderbaren Modell dabei seid. Wir tun unser Bestes, ja. Aber erstmal an dieser Stelle ganz vielen Dank an alle Leser, an alle, die dafür abgestimmt haben, die sozusagen unser Modell da gekürt haben. Es freut uns sehr. Okay, so du hast uns natürlich auch dieses Jubiläumsmodell mitgebracht, sozusagen dieses Auszeichnungsmodell. Genau. Wir sehen es jetzt gerade vor uns, die 6510. Ja, was möchtest du uns jetzt dazu noch vorstellen? Also das Modell, wie es hier steht, ist jetzt das Neueste, was ausgeliefert wurde. Das ist die Museumslok, wie sie momentan in Arnstadt steht, bestmöglich umgesetzt in Spur TT. Und man sieht es, das ist die Variante mit Vollausstattung, die wir ja intern eigentlich Sonderserie nennen, mit Triebwerksbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung. Und man sieht es so ganz leicht oben auf dem Führerstand, auch die GSM-Antenne wurde sogar nachgebildet. Man sieht da so was Weißes. Das ist ja jetzt, weil es eine Museumslok ist, sozusagen auch noch mit nachgebildet. Stellvertretend jetzt für die gesamte Baureihe 6510, die ja im letzten Jahr von uns ausgeliefert wurde. Und womit wir uns eigentlich fast das ganze Jahr beschäftigt haben, weil wir da auch noch mal nachproduzieren mussten, weil die Nachfrage so gut war. Nun wäre ja Sebastian Fischer nicht Sebastian Fischer, der hier neben mir steht, wenn er nicht auch noch eine Lokmaus drangehangen hat und das Modell wahrscheinlich auch noch mal mit einigen technischen Raffinessen vorstellen wird. Ja, grundsätzlich würde ich das sehr gerne machen. Deswegen habe ich das alles mitgebracht, um das entsprechend in Szene zu setzen. Sicherlich der ein oder andere, der das verfolgt hat, was wir in den letzten Jahren so gemacht haben, der wird jetzt nicht überrascht sein, weil es grundsätzlich die standardtechnischen Neuerungen, die wir eigentlich in jedes Modell mit einplanen, auch zeigt. Also Pufferspeicher ab Werk, das würde ich gerne einfach noch einmal zeigen. Ich würde das Modell jetzt in Fahrstufe 1 mal in Betrieb setzen, sodass es ein bisschen sich bewegt und dabei hoffentlich genau das nicht macht, nämlich keine Stromaussetzer zeigt. Der Kondensator sorgt also dafür, dass das Gehirn der Lok mit Energie versorgt wird, wenn vom Gleis gerade mal nichts kommt. Und das führt gerade mit Soundfunktionen zusammen dann wirklich zu einem absolut betriebsfähigen Modell. Es geht nicht nur darum, halt schön aussehende Modelle zu produzieren, die perfekt dem Vorbild entsprechen oder möglichst perfekt, sondern dass es auch gleichzeitig noch absolut betriebssicher ist auf der Anlage. Und das ist also unser Anspruch und deswegen geht es gerade im Innenleben der Lok auch heiß her, würde ich mal sagen. Also wo wirklich der letzte Kubikmillimeter noch genutzt ist, entweder für Gewicht oder für Kondensator oder für Lautsprecher, Schallkapsel und. So, das ist immer, jetzt halte ich das mal an, sonst kommen wir mit der Kamera nicht hinterher. Ich fahre mal ein Stück zurück. Man fährt die schon so langsam. Ja. Und man sieht es jetzt, der Lichtwechsel mit den roten Zugschlussbeleuchtung am Ende, was sozusagen nur möglich wird, weil die LED direkt im Lampenkörper sozusagen integriert ist. Ja. Das ist ja auch so eine Spezialität von euch. Das ist so, genau. Da sind wir, glaube ich, diejenigen, die am Anfang so verrückt waren, das zu wagen, da die LED direkt zu integrieren und dann noch zu verkabeln. Am Anfang wurde es noch mit der Hand gemacht, mit Kupferlackdraht. Jetzt sind wir da zum Glück schon eine Stufe weiter. Wir müssen verrückt sein, sonst würden wir sowas nicht hinkriegen, das oder? Das stimmt, ja. Irgendwo müssen wir alle ein bisschen verrückt sein, würde ich sagen. Ja. Vor allem, wenn man Spielzeug herstellt. Also, diese Lok hat es geschafft und ich bin da fest der Überzeugung, nächstes Jahr kommt bestimmt mit Sicherheit auch noch was hinterher, wenn ihr weiter so dran arbeitet. Wir finden es toll, müssen wir wirklich dazu sagen. Die Lok hat es auch sicherlich verdient.
Das ist wirklich, alle zusammen im Team haben nochmal viel Arbeit investiert, um das Beste aus den Formen sozusagen rauszuholen. Die 6510 war vorher schon super, das habe ich auch schon mehrfach betont. Die Basis war gut und jetzt haben wir sozusagen nochmal alles auf den Stand der Technik gebracht, wo wir meinen, wo man mit der aktuellen Technik hinkommt. Und es ist wirklich ein faszinierendes Modell geworden, wo ich auch immer wieder, ja, wo man sich immer wieder selbst drin verlieren kann und ja, was einfach einen in den Bann zieht. So, das Modell. Du hast uns ja noch was anderes mitgebracht. Oder möchtest du zu der 65 noch was sagen? Nee, ich eigentlich nicht. Das ist jetzt so, glaube ich, ein runder Abschluss vom letzten Jahr, dass wir jetzt noch mit diesem Preis gekürt wurden und das. Ja, sozusagen die Überraschung für Gützold und es geht jetzt, denke ich, mit dem nächsten Thema spannend weiter. Es geht so weiter. Mhm. Wir haben natürlich noch was ganz Spannendes anzubieten. Mhm. Wir werden es gleich zeigen. Es werden viele überrascht gucken. Ich war auch ganz überrascht, als du das Gerät da ausgepackt hast. Wir sehen es jetzt. Es ist ein... Genau, ein Doppelstock-Schienenbus der Baureihe 670. Keine Doppelentwicklung zur Firma Kress, sondern wie es der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, dürfen mein Bruder und ich jetzt auch die Modelle für die Firma Kress sozusagen mit vorstellen, mit repräsentieren, mit weiterentwickeln, weil wir jetzt auch den Schritt gewagt haben, die Firma sozusagen die Nachfolge anzutreten für Herrn Köste und Herrn Rasch. Jetzt muss ich sagen, liebe Zuschauer, jetzt ist er ganz gemein zu mir gewesen. Er hat mir einfach die Frage geklaut. Wir hätten es noch gesagt, aber ja, jetzt ist es ganz offiziell. Ja? Richtig. Die Firma Kress ist mitten unter eurer Obhut und da kann es eigentlich nur noch vorwärts gehen. Der Meinung sind wir eigentlich auch. Also wir. Nein, nicht so zögerlich, eigentlich. Also jetzt fängt er an, wirklich sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Nein, das ist wirklich, denke ich mal, eine glückliche Symbiose. Ich denke, das passt. Das passt von vorne bis hinten. Der Meinung sind wir, der Meinung sind die Herren Köster und Rasch und auch alle anderen, die damit involviert sind. Das ergänzt sich sehr gut. Denke ich mal. Kommen wir nochmal zu den Doppelstockbus. Also wie gesagt, der ist ja nun wirklich sehr, sehr wenig auf den Schienen der Deutschen Bahn unterwegs gewesen. Mhm. Ich weiß, auch in Weimar ist er gelaufen, aber auch nicht sehr glücklich und lange wahrscheinlich, weil die Züge waren ja doch etwas problembehaftet. Genau, ich bin selber nie mitgefahren, aber ich habe gehört, dadurch, dass er keine Toilette hatte, in echt gab es da wohl gewisse praktische Schwierigkeiten so im Einsatz und gleichzeitig soll der relativ wild geschaukelt haben, auch durch die große Windangriffsfläche und nur die zweiachsige Bauweise. Dadurch, dass er auch so hoch baut, soll der wohl nicht ganz unproblematisch gewesen sein. Wie kann man denn nur ein Klo vergessen? Also das verstehe ich jetzt nicht, aber ist okay, er ist so gelaufen, entweder musstest du vorpinkeln oder anhalten oder eben Plasteflasche. Irgendwie muss es gehen. Irgendwie so. Aber dieser Triebwagen, er ist selten, er ist mit Sicherheit ein Hingucker auf der Anlage. Ja. Und zum richtigen Hingucker wird jetzt natürlich auch die digitale Ausstattung von diesem Fahrzeug. Ich würde es einfach mal so jetzt sacken lassen und zeig's mal. Genau, also Kress an sich ist ja nicht nur ein Modellbahnhersteller, sondern gleichzeitig auch zum Großteil Elektronik, Dienstleister tatsächlich für Industrieelektronik und damit natürlich spezialisiert auf Elektronikentwicklung auch. Und die haben sich ausgelebt im Bereich der Elektronik, haben einen eigenen Decoder entwickelt, womit sie auch genau in diesem Modell zeigen können, wozu der Decoder in der Lage ist. Denn sie können beliebig oder sehr viele Funktionsausgänge darstellen, was man so mit den Standardschnittstellen gar nicht kann. Aus dieser Beschränkung von den Funktionsausgängen kommt man erst raus, wenn man quasi alles auf der Lokplatine platziert. Und das haben sie also total genutzt, vor allen Dingen für Lichtfunktionen. Also das ist jetzt die digitale Variante der Baureihe 670. Und das fängt vorne an. Jetzt muss ich gerade mal kurz meinen Spickzettel holen, ohne dass ich nicht falsch drücke. Also ich fange einfach mal mit der normalen Dreifachspitzenbeleuchtung an. Mhm. Auf der Rückseite ist es natürlich dann auch die rote Zugschlussbeleuchtung. Ich werde gerade einmal die Fahrtrichtung wechseln. Na, jetzt nochmal, zack. So, ja, wechselt der auf den roten Betrieb. Jetzt hat er es geschafft. Jetzt müssen wir ihn kurz einmal anstupsen. Ein Kollege hilft jetzt gleich mal ein bisschen
Genau. Jetzt ist er wieder da. So, jetzt ist er wieder da. Dankeschön. Das ist natürlich, ich stelle jetzt erstmal die Funktion vor, aber das, was wir gerade gesehen haben, ist grundsätzlich ein Problem bei Zweiachsen im Antrieb. Gewicht, Durchblick ist immer, macht es alles ein bisschen schwierig von der Entwicklung. Ist auch ein Pufferspeicher drin, der aber nicht so groß sein kann wie in der 65. Aber man kann nicht zaubern. Es gibt die Physik, die Grenzen hat. Und genau, also nochmal die Dreifachspitzenbeleuchtung. Dann dazu gibt es Aufblenden, also dass man noch so eine Art Fernlicht noch mit dazu hat, der mittleren beiden Beleuchtungen. Man sieht es jetzt hier nicht ganz so gut, man kann es erahnen, die mittleren beiden haben einen anderen LED-Farbton. Also das ist sozusagen ein kälteres Weiß, weil das ja in echt sozusagen auch heller ist beim Fernlicht und die anderen sind warmweiß, goldweiß sozusagen. Das ist eine Sache. Dann haben wir die Innenbeleuchtung. Das ist wirklich ein Highlight sozusagen durch die Technik, die Kress umsetzen kann. Wenn man jetzt die Innenbeleuchtung anschaltet, dann wird so ein richtig schöner Neonröhreneffekt nachgebildet. Mhm. Ich werde jetzt mal genau die Taste betätigen. Und man sieht das nach und nach, das geht das also auf. Das typische Neonröhrenflackern. Ja, und das sind so Highlights, die mir persönlich auch einfach Spaß machen, weshalb ich mich auch freue und echt stolz bin, dass ich das hier vorstellen darf, weil das sozusagen eine echte Neuerung ist, ein echter Hingucker. Das wird natürlich auch vielen Modellbahnern gefallen im Spur-TT-Bereich. Und die Frage möchte ich jetzt mal vorwegnehmen und gleich weiterreichen, weil ich höre sie im Hinterkopf, wann kommt das Teil auf den Markt? Das Teil ist jetzt ganz frisch lieferbar. Kurz vor Weihnachten gingen die ersten raus und jetzt ist es quasi so richtig in der Auslieferung. Also das ist jetzt Spur TT. Ja. Ja, genau. Also, liebe Freunde, wenn Ihnen dieser Triebwagen, dieser Doppelstock-Triebwagen gefehlt hat und Sie schon immer den Wunsch hatten, das Teil zu besitzen, Sebastian hat es gerade erklärt, er ist da und er ist lieferbar. Ich kenne jemanden, der hat so viele davon, der verkauft die sogar. Er spricht von einem Händler wahrscheinlich. Nein, alles gut. So, dann hast du uns natürlich noch was mitgebracht. Ich sehe dann. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich möchte noch den letzten kleinen Schmanker hier noch zeigen, die Zugziehanzeige. Oben rechts sieht man Sonderfahrt. Wenn ich die anmache, dann ist der gleiche Neonröhreneffekt da auch noch mit bei. Also. Jetzt bin ich mal sprachlos. Jetzt war ich wieder etwas schnell. Ich hatte gedacht, das ist es schon, aber er hat noch eins draufzusetzen. Bevor ich jetzt sage, jetzt machen wir weiter, kommt noch was? Nee, jetzt haben wir es eigentlich. Also, voll ausgestattet, digital, Pufferspeicher. Die Beleuchtung ist exklusiv mit Fernlicht und Wechsel der Zugzielanzeige kann zugeschaltet werden. Was will man mehr? Alles da. Ja. Jetzt sehen wir im Hintergrund natürlich noch ein Fahrzeug. Der SVT, da kriegen wieder viele ganz glänzende Augen. Richtig, dies ist jetzt nicht die neueste Variante, ist auch keine Neuheit. Ich habe es mitgebracht, um einfach nochmal stellvertretend für die Marke, für die Firma Kress zu zeigen, was schon alles gemacht wurde, sozusagen als Referenz. Dazu gehört natürlich ganz klar der VT18, der wirklich das Highlight ist von der Firma Kress. Und deswegen habe ich es mitgebracht. So, und der ist bereits zu haben, oder? Den jetzt gerade ist er in der Nachproduktion. Also der ist bald wieder zu haben. Ja. Denn wie gesagt, ich kenne viele Fans, die auch das ganz aktiv mitverfolgen, dass der SVT in Dresden aufgearbeitet wird. Die haben dann extra Homepage dafür gemacht. Und ich denke, das wird also auch wieder. Das wird ein richtig tolles Modell. Wieder ist schon von der Optik und Technik perfekt. Kress wurde ja genauso wie wir und auch einige andere Hersteller ein bisschen kalt erwischt von der Mashima, sag mal, Schließung, ja, von dem Motorenhersteller, der nichts mehr geliefert hat, weil er keinen Nachfolger gefunden hat. Und genauso musste Kress jetzt bei allen Projekten da umsteuern und auf einen neuen Motor setzen. Und da wir uns ja auch schon für unsere Modelle umgucken mussten, hat Herr Köste bei uns tatsächlich sich das abgeguckt, welchen Motor wir nehmen. Und deswegen ist auch der gleiche Glockenankermotor von uns sozusagen schon mit da drin. Er hat sich einfach bewährt in der 65 und deswegen werden jetzt auch nach und nach die betreffenden Modelle umgerüstet. Also die neuen Modelle des VT18 werden dann auch mit dem Glockenankermotor ausgestattet.
Das verspricht wieder extrem langsame Fahrgeschwindigkeiten. An Fahrgeschwindigkeiten von der Steuerung her wird das bestimmt wieder top werden. Ne? Das wird top werden und auch vom Fahrgeräusch her ist der Glockenankermotor einfach nochmal deutlich leiser als der Maschima-Motor, der auch schon wirklich gut war, aber der Glockenanker ist nochmal eine andere Ansage. Er strahlt immer noch, liebe Zuschauer, er strahlt immer noch. Und so, dann gehen wir weiter. Zwei Herzen in einer Brust, aber hier steht so ein gelbes Flugzeug. Was hat das jetzt mit Modellbahn zu tun? Naja, es ist Maßstab 1 zu 87. Vielleicht ist das so die beste Gemeinsamkeit. Modellbahn, wenn man die Anlage sozusagen perfekt ausstatten möchte, dann gehört auch mal was drumherum dazu, vielleicht auch mal ein Flughafen. Aber grundsätzlich ist es, ein Stück Geschichte, die Hummel, also die oftmals ja als Agrarflugzeug. Meistens die Agrarflieger, genau. Ja. Den kann man aber auch über die Anlage hängen. Kann man auch. Und wer basteln kann, kann einen, jetzt hätte ich fast gesagt, frecherweise Glockenankermotor reinmachen. Könnte man auch. So sind wir noch nicht drauf gekommen, stimmt. Jetzt bin ich auch noch der Ideengeber, es ist ja unglaublich. Also, wunderschönes Flugzeug, wird mit Sicherheit auch viele begeisterte Fans finden. Aber was wir jetzt anzukündigen haben, findet erst richtig Fans und Begeisterung. Es sind zwei Radfahrzeuge. Ja, obwohl das eine ist tatsächlich ein Dreiradfahrzeug, aber Zweiräder, genau. Ja, richtig. Da haben wir sie. Genau, stellvertretend für diese Produktgruppe. Also Kress hat sich auch ein bisschen spezialisiert auf kleine Feinheiten, die andere sozusagen nicht haben. Und dazu gehört auch ganz klar die AWO und die Simson, also zwei Motorräder, klassische Motorräder aus der Zeit der DDR. Und die sind wirklich sehr fein detailliert und machen einfach Spaß beim genauen Angucken. Die machen auch sicherlich Spaß, wenn man sie original hat und fährt. Bestimmt. Denn die Simson-Werke in Suhl hatten ja, schon sehr schöne. Da gab es ja auch noch die AWO Sport, die Sport-AWO, wie wir gesagt haben. Und dann diese ganzen Mopeds aus der Vogelserie, die ja heute immer noch sehr, sehr beliebt sind. Warum? Weiß ich nicht. Ich muss sagen, kann ich dir sagen, warum. A, sind sie zuverlässig und robust und zum Zweiten fahren sie schneller als die neuen Mopeds, die jetzt so zugelassen werden. Denn die waren ja bis zu 65 km/h schnell und die haben nämlich diese Ausnahmegenehmigung und deswegen sind so viele scharf auf dieses Moped. Mein Bruder hatte früher auch eine. Die jetzt? Wurde wohl... Ich weiß es nicht. Warum nicht mehr? Müsste ich ihn fragen. Aber zumindest deswegen ein Stück habe ich also davon auch noch erlebt, von dem Vorbild sozusagen. Erstmal drauf gesessen. Der Duft hinten raus, das war noch dieses Zweitaggeruch, das war doch was, oder? Ja, ja, hat schon was. Lieber Sebastian, sind wir durch? Wir sind durch. Wir sind durch. Dann kannst du jetzt ins Bett gehen oder nochmal ins Bett gehen. Wäre schön. Wir haben noch einen guten Tag vor uns. Ja. Aber und wir werden uns jetzt in die Halle bewegen, denn auf uns wartet jetzt Märklin. Mhm. Da müssen wir uns sputen, dass wir also auch rechtzeitig fertig werden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du zu früher Stunde zu uns gekommen bist, dass du wirklich aus dem Bett gefunden hast. Wie viele Stunden hast du eigentlich geschlafen? Mehr als die Nacht davor. Da musste ich um 2:30 aufstehen. Von daher war das heute schon ausschlafen. Das war eine sehr weise Antwort, mehr als die Nacht davor. Okay, vielen, vielen Dank, lieber Sebastian. Wir wünschen dir und deinem Bruder ganz viel Erfolg. Weiterhin macht weiter so, ihr seid auf dem richtigen Weg. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Wir eilen jetzt zur Messe nach Nürnberg, um bei Märklin anzufangen. Bis nachher, ich freue mich auf Sie. Ihr Frank Buttig.